Jeder kennt die Kaiserstadt Bad Ischl. Dort gibt es ein Problem mit einem Verkehrszeichen, das scheinbar zu hoch montiert war. Und viele gingen in die Falle. Ich habe eine Anzeige gebracht bei der Staatsanwaltschaft, aber die hat das wenige interessiert. Aber ich weiß also von vielen Bekannten, die ich da drinnen habe, die haben alle schon gezahlt dort, also weil das so aufgestellt ist, dass man praktisch in die Falle geht. Und es ist also wirklich so, dass man dort eine Falle aufgebaut hat und mit mindestens 50 Euro die Menschen abzuckt. Herr Berhuber, Sie sind einer der Einspruchleger wegen eines angeblich zu hoch montierten Verkehrszeichen. Wie hoch war die Strafe, die Sie bekommen haben? Die Strafe macht 50 Euro aus und bekommen haben wir insgesamt 6 Strafzettel. Das heißt, Sie sind hineingefahren und beim Herausfahren auch wieder? Nein, nur beim Rausfahren, weil mit dem Transport dürfen wir sowieso nicht schneller als mit 30 fahren, also war das kein Problem. Vom ersten Einspruchleger gehen wir nun zum Bezirkshauptmann nach Gmunden und befragen ihn, ob die Tafel wirklich zu hoch montiert war. Wir sind anhand von einigen Einsprüchen dabei, das zu prüfen, ob das stimmt, ob die Grenze von 2,50 Meter überschritten ist oder nicht. Im Moment kann ich nur sagen, es wird geprüft. Wenn es so ist, dann wird am Einspruch stattgegeben, wenn nicht, dann nicht. Wie hoch darf ein Verkehrszeichen montiert sein, um der Straßenverkehrsordnung zu entsprechen? Die Untergrenze sind laut § 48 Straßenverkehrsordnung 2,50 Meter. Drinnen steht, dass ein Verkehrszeichen mindestens 60 cm hoch sein muss und maximal 2,20 Meter. Laut meinem Abmessen waren das 3,26 Meter. Jetzt kann man da ein bisschen streiten, wenn man das also mit der Wasserwaage auslegt. Aber es ist auf jeden Fall noch auf über 3 Meter die Höhe. Also um 80 cm zu hoch. Und es gibt schon Entscheidungen vom UVS, wo es eindeutig klar ist, dass das nicht legal alles, was die da machen. Kann man, wenn jemand in den letzten Tagen eine Strafverfügung erhielt, noch Einspruch erheben? Eine Vergütung gibt es rechtlich nicht, besteht keine Möglichkeit. Wenn jemand eine Strafe bezahlt hat, das wird in Deutschland genauso sein, dann ist die bezahlt. Wenn jemand glaubt, er wird zu Unrecht bestraft, dann hat er jede Möglichkeit, einen Einspruch zu erheben und bis zu die höchsten Gerichte damit vorzudringen. Als SalziTV heute die beschuldigte Ortstafel filmen möchte, steht sie nicht mehr an der ursprünglichen Stelle. Stattdessen befindet sich dort ein 50er-Schild. Die Ortstafel finden Sie nun auf Höhe der Grazer Straße 61. Die Verlegung dieser Ortstafel hat schon vorher begonnen, dieser Prozess. Die Stadtgemeinde Bad Ischl ist an uns herangetreten, weil die Situierung dieser Ortstafel in Verbindung mit dem gleich danach kommenden Kreisverkehr zu einer Verwirrung der Verkehrsteilnehmer führte. Deswegen hat man die Ortstafel weiter stadteinwärts versetzt. Die Ortstafel finden Sie nun auf Höhe der Grazer Straße 61. Ja, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das ganze Verfahren eingestellt werden muss. Und wenn Sie es also nicht auf der BH Gmunden einstellen, dann wird sicherlich vom UVS, sprich jetzt ist ja ein Landesverwaltungsgericht, eingestellt werden, weil mindestens die werden das Gesetz beachten, wenn schon Ischl nicht beachtet wird. Übrigens, bei der neuen Ortstafel wird rechts noch mit einer durchgestrichenen 50 km/h-Tafel auf den 30er hingewiesen und zusätzlich befindet sich auch noch auf der Straße eine Markierung. Wir bleiben an der Geschichte dran und berichten, wie es ausgegangen ist. Der gute Kaiser Franz Josef, dem wäre es nicht passiert, weil seine Kutsche sicher keinen 30er erreicht hat.